Hallo und herzlich willkommen zur MEG Community Top 5 für den Monat Juni. Wir starten sofort mit Platz Nummer 5 und heute ist es Raptier auf Countdown mit einem schönen Overkill direkt nach dem Start. Hier wird er erst mit der DMA down gestreckt. Ebenfalls der zweite. Nun ist es Zeit zu den Rockets zu gehen. Davor die DMA hat dann auch schön einen aus zum Triple Kill. Probiert die Long Range Rocket und gibt trotzdem noch den Headshot zum Overkill. Platz 4 ist von X Neolite auf Penance mit der Sniper. Dort sieht er den Typen mit Unsichtbarkeit und Jetpack, gibt ihm einen schönen Quickscope. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht er den nächsten. Schöner No-Scope, guckt nach unten und BAM! No-Scope zum Triple. Sehr nice. Auf Platz 3 haben wir heute auf Zealot Panic und er wird uns nun zeigen, wie man die DMA benutzen muss. Hier stackt sich der erste Trottel selbst. Schöner Strafe zum Double Kill. Und dann One-Shot aus DMA zum Triple, guck zum Red Medi und finish den letzten zur Overkill Extermination. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu entscheiden, wer auf Platz 2 ist. Ich habe mich schlussendlich für Fantasy entschieden, auf Sanctuary, mit der Sniper. Hier seht ihr ihn erst auf der Peace-Rack, schöner Quickscope, guckt auf Jump-Up, erster Schuss ein Fail, danach schöner Headshot zum Double, guckt auf sein eigenes Jump-Up und 2-for-1 zur Overkill Extermination. Was da los, Fantasy? Platz Nummer 1 ist heute von TTI Lama King auf Nexus. Dort fragt er den ersten mit der Sniper an, cleant ihn mit der DMA. Schöner Quickscope zum Double K, sieht den dritten im Battlefield laufen, streckt ihn ebenfalls down, sieht den letzten Top Red und schöner Headshot zur Overkill Extermination. Das war's auch schon mit der MEG Top 5 für den Monat Juni. TTI Lama King hat sich für den Kill des Jahres qualifiziert und ich hoffe, dass ihr mir weiterhin Clips einschickt für die weiteren Top 5 für die nächsten Monate. Wie ihr das machen könnt, steht in der Beschreibung und wird gerade auf dem Screen angezeigt. Also Leute, haut rein, GGC, Umwelt, FTW.